TTIP, Aktionsbündnis Österreich und CryptoTV präsentieren. Geld regiert die Welt. Aber wer regiert das Geld? Dies ist ein Vortrag und Diskussionsabend zum Geldsystem. Mit Dr. Ottmar Brigitta und Günther Gunkel-Pahl. Diese zweiteilige Videoserie ist ein Live-Mitschnitt vom 15. Juni 2015 im Müllnerbräu in Salzburg. Gleichwohl fast alle Menschen es nie zulassen würden, das Wasser profitgierigen Konzernen zu überlassen, wissen die meisten nicht, dass die Gelderzeugung zu 98% privatisiert ist und von Banken als Geld aus dem Nichts, Buchgeld, ausschließlich als Kreditschuld erzeugt wird. Die bizarren Auswüchse unseres Geldsystems zeigen sich bei den Staatsschulden. Der Staat rettet die Banken genau mit dem Geld, das er zuvor von ihnen als Kredit aufnahm, und er zahlt seine bei Kreditinstituten aufgenommenen alten Schulden plus Zinsen mit neuen, höheren Schulden zurück. Dr. Ottmar Brigitta sieht diese Geldsystemfehler als Hauptursache aller Finanzkrisen an. Sie führen immer zu einer schleichenden Enteignung von 70-90% der Menschen. Genau dies wird derzeit in allen Medien weltweit diskutiert. Wobei die Ungleichheit bei Vermögen noch durch jene bei Einkommen verstärkt wird. Geniale Videobeiträge deutscher Kabarettisten lockern die wirklich harte Kost auf und tragen zur Aufklärung und zum Verständnis bei. Lösungsansätze bilden den Abschluss des sicher nicht alltäglichen Programms. Im zweiten Teil dieser zweiteiligen Videoserie debattiert Dr. Ottmar Brigitta mit Gunkel, den Mann, der eh alles weiß, locker drauf los. Ihre Argumente wogen hin und her. Und nach 2 bis 3 Aufwärmrunden binden sie das Publikum gekonnt mit ein, das schon mit zahlreichen Fragen brennend darauf gewartet hat. Beide freuten sich auf diese rege Teilnahme und der lebendigen Debatte. Und nun sind auch Sie herzlich dazu eingeladen, diesen Abend in diesem ersten Video mitzuerleben. Viel Vergnügen! Die Gründe, warum wir gegen diese Abkommen sind, darlegen können.
bedrohen eigentlich uns alle, und zwar die hart erkämpften Standards bei Arbeit, Gesundheit, Bildung und die Lebensmittelversorgung, genauso wie die Demokratie, sofern sie überhaupt noch vorhanden ist. Also mehr Informationen könnt ihr euch dann auf der Facebook-Seite von uns, tipp-aktions-österreich, holen oder auf der Webseite montagsinfo.com. Was bei den Abkommen natürlich auch noch ein ganz großer Punkt ist, ist die weitere Liberalisierung des Finanzmarktes. Und die meisten wissen wahrscheinlich, dass dieses Zinseszinssystem und die Geldschöpfung aus dem Nichts ein Grund dafür ist, warum wir alle die ganzen Krisen und Probleme derzeit haben. Deshalb freut es mich halt ganz besonders, zwei tolle Sprecher hier zu haben, die uns über dieses perfide Geldsystem einiges erzählen werden. Begrüßen Sie mit mir den Ökonomen Dr. Ottmar Bregetter und den Kabarettisten. Und den Kabarettisten Günther Bahr, alles Gute. Wir wünschen euch einen interessanten, spannenden und auch humorvollen Abend. Danke. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch und natürlich uns gemeinsam nur kurz einmal zum Ablauf. Wir werden zuerst ein Video sehen, das auf Servus TV gelaufen ist, ein Ausschnitt einer Dokumentation mit dem Titel Gier, Wirtschaftskrise mit System. Es ist eine amerikanische Dokumentation auf Deutsch übersetzt. Sie ist gelaufen im August 2013, Juli 2014 und heuer 2015 im Februar. Circa 45 Minuten, wir werden daraus 15 Minuten zusammengefasst sehen, unter Professor Haber von der Donau-Universität Krems, der kurzfristig auch als Finanzminister im Gespräch war, wenn Sie sich erinnern, und ich durfte da ein paar Kommentare dazu abgeben. Mit dem beginnen wir, dann werde ich ein bisschen einsteigen in das Geld und wie das Geld, die Macht des Geldes alles diktiert, also unser Leben ist in einem der letzten Fugen. Zwischendurch gibt es auch tolle Videos von deutschen Kabarettisten, als auch sachliche Videos, um unsere Zusammenhänge zu erklären. Zum Schluss werden wir dann ein paar Lösungen präsentieren. Dann machen wir eine Pause und danach werden der Günther und ich uns ein bisschen unterhalten und dann noch eine Viertelstunde, 25 Minuten ist die Diskussion oder der Beitrag von Ihnen sehr erwünscht und ich hoffe, dass wir uns gut unterhalten werden. Okay, bitte schön. Protestieren die Menschen gegen die unersättliche Gier der Finanzinstitutionen. Gleichzeitig spüren sie den Niedergang unseres Wirtschaftssystems und fühlen sich verunsichert. Die Sorge der Menschen ist natürlich eine Frage. Wir haben bei Eurozone seit 5 Quartalen eine Rezession. Das ist einmalig seit 1999. Schuld an den Exzessen sind auch die Politiker, die das Vorgespiel erst ermöglichen. Und ganze Banken retten, wenn sich diese verspekulieren. Es ist fraglich, ob unsere Finanz- und Wirtschaftssysteme so in Zukunft noch weiter funktionieren werden, denn sehr viel basiert auf Pump. So, das war jetzt eine kurze Einführung aus der Dokumentation hier, Wirtschaftskrise mit System. Und ja, wir beginnen mit einem Sprichwort von Bob Marley, das die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen. Some people feel the rain, others just get wet. Also einige Menschen fühlen den Regen, andere werden nur nass. Jetzt ist die Frage an Sie, das ist eigentlich die gesellschaftspolitische Frage schlechthin. Nämlich die Frage, ob wir überhaupt in einer solidarischen Gesellschaft noch leben. Also fühlen Sie den Regen oder werden Sie nur nass? Ist es Ihnen völlig egal, was mit den Griechen passiert? Ist es Ihnen egal, dass wenn dort weiter, so wie jetzt gerade verhandelt wird, die Renten gekürzt werden, eine Monatsrente von 487 auf 300 Euro pro Monat,
Ist Ihnen das egal, wenn das IMF groß verkündet, die Griechen sind nicht reformfähig und die Regierung kämpft nur dafür, dass nicht noch mehr Menschen komplett verarmen, dass nicht noch mehr Menschen keine Krankenversicherung haben, so wie das jetzt 1 Million der Griechen? Ist Ihnen das alles egal, nur solange wir uns ein Bier leisten können und irgendein Würstel, dass wir sagen, Hauptsache mir geht's gut und die anderen sind mir egal? Also fühlen Sie den Regeln, spüren Sie schon in Ihrem Bekanntenkreis irgendetwas, das das ganze kapitalistische System, sage ich einmal, durch unsere Regierungen mit immer zunehmender Geschwindigkeit gegen die Wand gefahren wird, oder schauen wir nur zu, tun wir etwas im Kleinen, im Großen, wo immer wir können oder nicht. Vielleicht zum Goldpreis noch etwas, es gibt so einen schönen Spruch, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Damit ist eigentlich alles gesagt und wir werden versuchen jetzt in ca. 1,5 Stunden mit den 1,5 Stunden mit den Videos, Ihnen die Zusammenhänge zu erklären. Zum Schluss werden wir dann ein bisschen zusammenfassen. Okay, starten wir natürlich mit der Wahrheit. Also Sie sind hierher gekommen, haben auch ein bisschen was ausgegeben und jetzt lassen Sie natürlich nicht mehr aus. Jetzt müssen Sie sich schon die Wahrheit anhören, ob Sie wollen oder nicht. Ich kann laut verkünden, dass ich die Wahrheit sage. Nicht, weil ich jetzt besonders viel gescheiter bin als alle anderen, sondern weil ich mich nur an die Fakten halte, das, was ist. Also ich glaube nicht, das, was irgendein Politiker sagt, ich glaube nicht, was irgendein Wirtschaftswissenschaftler sagt, man muss sich immer selber schlau machen und jeden Satz eigentlich hinterfragen. Und das sagt Julian Assange, indem er meinte, also ohne der Wahrheit kommen Sie überhaupt nirgends hin. Und denken Sie nur an die geschlagenen Wahlen, was wurde vor der Wahl gesagt, nachher, Sie wissen ganz genau, wie das in der Politik ausschaut. Entscheidungen müssen natürlich auf der Wahrheit ruhen, fußen, denn mit der Ignoranz kommt man sicherlich nicht zu einer guten Lösung. Also ich sage Ihnen das, was ökonomisch richtig ist, was wahr ist, das ist relativ einfach. In der Volkswirtschaft, in der Wirtschaftswissenschaft brauchen Sie nur immer so 2 Konjunkturzyklen, sich die Daten anschauen, dem gegenüberstellen, was ist in der Politik an Maßnahmen passiert. Und dann können Sie relativ gut und vernünftig zu einer Konklusion kommen, hat es gewirkt oder nicht. Und das ist eigentlich entscheidend, weil aus der Vergangenheit sollte man lernen und vielleicht in der Zukunft was Besseres rüberbringen. Okay, das sind also die Inhalte, worüber wir heute sprechen. Also wir sprechen zuerst einmal über die Welt der Zocker. In welcher Welt des Geldes leben wir heutzutage überhaupt? Dann sprechen wir, was die wenigsten wissen, über unser Wirtschaftssystem. Unser Wirtschaftssystem ist ein Nullsummenspiel. Das heißt, es gibt per Saldo keine Gewinner und keine Verlierer. Wenn Sie sagen, Sie haben einen großen Wohlstandszuwachs, na, dann müssen Sie dem Wohlstandszuwachs auch Ihre Schulden gegenüberstellen. Macht man das auf der volkswirtschaftlichen Ebene, sehen Sie, dass es eigentlich keine Gewinner und Verlierer gibt. Das Kriterium beim Euro oder in der Eurozone ist natürlich, was Sie Merkel und Schäuble nicht mal im Ansatz verstanden haben. Es gibt immer Länder, die haben einen Exportüberschuss und das ist nur möglich, wenn andere Länder ein Importdefizit haben. Wenn Deutschland einen Überschuss hat von 260 Milliarden, ich spreche vom Überschuss und nicht von den Exporten, die sind ca. 2200 Milliarden, ja, dann müssen für die 260, 250 Milliarden, muss es andere Länder geben, die ein Importdefizit haben. Rein zufällig sind das alle südeuropäischen Länder, von den 240 Milliarden ca. Frankreich alleine mit Deutschland ein Importdefizit von 60 bis 70 Milliarden. Das heißt, der Wohlstand, der durch die Exportüberschüsse entsteht, ist natürlich auf Kosten der Importdefizitländer entstanden. Und ich kann natürlich keine Politik verfolgen, weil nicht alle Länder Exportüberschüsse haben können. Auf der Welt ist es immer ausgeglichen. Der Exportüberschuss von 10 entspricht einem Importdefizit von 10 und der Welthandel ist per Saldo 0. Und das Gleiche habe ich in der Eurozone. Wenn jetzt alle Länder nur Exportüberschüsse erzielen wollen, dann kann das natürlich nie funktionieren. Das ist eigentlich schon aufgrund der Logik nicht möglich. Das Gleiche gilt dann beim Geld. Mein Vermögen sind deine Schulden, sehen wir bei Griechenland. Und natürlich auch mein Gewinn ist dein Verlust. Ein gutes Beispiel, im Quartal 2014 hatte Apple den höchsten Gewinn ever.
also seit überhaupt, in einem Quartal, drei Monate, 18 Milliarden Dollar Gewinn, pro Tag 200 Millionen Dollar Gewinn. Jetzt kann ich Sie fragen, aber glauben Sie, sind jetzt so leistungsfähig, sind das die Leistungsträger? Und dann nichts Leistungsträger. Schauen Sie sich an, wo Apple ihre Fabriken hat, das ist überall in Asien, brauche ich noch nicht sagen, unter welchen Umweltschutzbedingungen, arbeitsrechtlichen Bedingungen dort produziert wird. Die Löhne sind Sklavenlöhne wie im Manchester-Kapitalismus Ende des 18. Jahrhunderts. Dann stellt sich der Chef hin und sagt, na, wie bin ich leistungsfähig? Ich habe den größten Gewinn. Auf der anderen Seite habe ich natürlich irrsinnige Lohntrüpferei, Sklavenarbeitsverhältnisse, ganz zu schweigen von den Umweltverhältnissen. Daraus entstehen natürlich Ungleichheiten bei Vermögen und beim Einkommen, mit denen wir uns beschäftigen. Dann natürlich, was heißt Wachstum? Wie schaut das aus? Auch im Geldsystem. Zum Schluss natürlich ganz wichtig, Geld aus dem Nichts. Woher kommt das Geld? Eine einfache Frage, über die Sie nachdenken sollten. Wenn der Herr Draghi von der EZB jetzt beschlossen hat, vor zwei Monaten, er kauft Anleihen, also von Staaten auf, in der Höhe von 1140 Milliarden Dollar, dann frage ich Sie, woher hat er das Geld? Woher hat die Zentralbank 1140 Milliarden, dass sie Anleihen von Italien, Griechenland kaufen können? Die Frage kommt dann, also Geld aus dem Nichts, es ist frei erfunden. Haben Sie ein E-Mail bekommen von der EZB, dass Sie die Sparanlagen abliefern müssen? Wahrscheinlich nicht. Ja? Auch von einer anderen Bank nicht. Und da sind wir dann schon bei einer der größten Geldlügen, dass nur das Geld der Sparer von den Banken weitergegeben wird. Ist hanebüchen Unsinn. Das kann jeder widerlegen, der die Buchhaltung auf der zweiten Klasse Handelsschule mitverstanden hat. Und dann zum Schluss natürlich Lösungen. Sie sehen hier Revolution, Island. Ist in österreichischen Blättern, weil nicht in Medien komplett vorübergegangen. Sie werden wahrscheinlich hier nichts gelesen haben, es war eine kleine Meldung im Standard. Und zwar hat Island, der Premierminister von Island, hat einen Auftrag gegeben, eine Studie zu erstellen für eine neue Geldreform. Und die Studie lautet, dass man den Banken das Geld aus dem Nichts wegnimmt. Island war das Land, das am meisten geschüttelt wurde durch die Krise. Also die drei größten Banken sind pleite gegangen. Das wäre bei uns so, wenn Sie die Raiffeisen, ja, erste österreichische und Bank Austria, der Premierminister, sagen, mir wurscht, ihr kriegt kein Geld, was seid ihr pleite. Das muss man sich einmal vorstellen in der Dimension, genauso viel Ärger war es noch in Island. Also es gibt Lösungen, die Lösungen klingen revolutionär, sind es aber nicht, weil die Ideen schon 100 Jahre alt sind. Das, was ich Ihnen sage, ist auch nichts Neues. Jeder, der ein bisschen recherchiert, kommt irgendwann von 80 Jahre 1936 zurück, nach der Weltwirtschaftskrise, wo es schon Lösungen angedacht gab. Ja, also in welcher Welt der Zocker leben wir? Wir haben also Devisenspekulationen, das sind also hochaktuelle Ziffern, die ein halbes, dreiviertel Jahr alt sind, weil die meisten Jahresberichte halt, ich sage mal, zurückgreifen auf diese Schätzungen. Devisenspekulationen, also Euro-Dollar zum Beispiel, in der Höhe von 5.300 Milliarden Dollar je Tag. Je Tag wird um 5.300 Milliarden Dollar in Devisen spekuliert. Und wenn Sie jetzt, ich sage mal, den Chef der Wirtschaftsnachrichten beim ORF fragen, können Sie meine Prognose abgeben, wie der Euro sich zum Dollarkurs entwickelt und der sagt irgendetwas, sorry. Das sind Märchen, Geschichtenerzähler, der dürfte die Ziffer nicht kennen, weil jeder, der darüber referiert, kann eigentlich nur raten. Der Welthunger, den zu bekämpfen, würde nur 60 Milliarden Dollar circa kosten pro Jahr. 5.300 Millionen Dollar Spekulation pro Tag, Welthunger 60 Milliarden Dollar, kalkuliert auf 0,75 Dollar für circa 800 Millionen Menschen, die also noch im Hunger leben. Ausgaben für Waffen weltweit, es gibt in Stockholm das tolle Institut ISPRI, 1747 Milliarden, also Dollar pro Jahr. Sie sehen, die 60 Milliarden für Hunger zu 1767, das ist schon eine eigene Dimension. Die Rettung der Banken im Euroraum, ca. 5.100 Milliarden Euro bis Ende 2011, 2012. Das hat der damalige Kommissar Michel Barnier, hier noch zuständig war, bekannt gegeben, bis Ende 2011, mittlerweile sind es mehr.
Derivate dessen spekuliert wird, Massenvernichtungswaffen gemäß Warren Buffett, ca. 630,2 Billionen Dollar, also 630.200 Milliarden Dollar, wird nur in Derivaten spekuliert. Sie spekulieren auf Kaffeepreise, auf Kupfer, auf Erdöl, auf Reis, auf Sojabohnen, was auch immer. 630.200 Milliarden, das ist ungefähr das Zehnfache der Weltwirtschaftsleistung. Und bleiben wir bei Österreich, Hypo, unser schöner Kriminalfall. Ich habe das an den hochgeschätzten 20 Milliarden, dort werden wir schon irgendwo landen. Mit 4% Zinsen wären 800 Millionen Zinsen, die der Staat zu bezahlen hat für diese Pleite. Und jetzt ist die Frage, woher bekommt der Staat das Geld? Der Staat bekommt das Geld als Kredit bei den Banken. Das heißt, die Banken verdienen an der Sanierung dessen, was sie verbrochen haben, 800 Millionen Euro pro Jahr als Gewinn. Das ist der Gewinn von der ersten österreichischen, also nicht der Gewinn von der Raiffeisenhalle 1, sondern der Gewinn der ersten österreichischen pro Jahr verdienen sie an der Hypo-Pleite. Ja, Sie sehen hier unten da rechts der LKW, also beim Fähnchen, da gehen also 2 Milliarden Dollar hin in 100-Dollar-Noten. Ein Turm sind ca. 1000 Milliarden Dollar, 145 Meter hoch, auch in 100-Dollar-Noten. Die Derivate sind ungefähr 630 solcher Türme, 145 Meter hoch, würde man das Geld aufstapeln. Ja, also, was wäre die Lösung? Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Also das heißt, wir können nicht wieder von vorne anfangen, wir müssen einfach mit diesem Zauber aufhören. Und zwar jetzt. Bei der letzten Veranstaltung haben wir gerade ein bisschen diskutiert damit ATTAC betreffend Spekulationen und Finanztransaktionssteuer. Und da gibt es eine einfache Lösung. Wenn wir hier wollen, und das unsere Moral und unsere Ethik ist, dann können wir mit einer Zeile in einem Gesetz den Zauber beenden. Wir sagen ganz einfach, es ist moralisch und unethisch, dass Banken auf Lebensmittel überhaupt spekulieren dürfen und das muss verboten werden. Das könnte die Regierung sofort machen. Wieso tun sie es nicht? Die braucht keinen Nationalrat, die braucht keinen Landtag. Regierungsbeschluss, 3 Zeilen, wenn Banken das nicht tun, ja, dann nehmen wir ihnen die Konzession des Geldgeschäftes weg. Auch ganz einfach. Wenn Sie als Kfz-Mechaniker einen Gewerbeschein haben, Sie haben Bedrohung, die Prüfungen bestanden, Sie sind schlampig, es kommen Leute zu Tode, weil es die Bremsen falsch einhalten hat, na, dann werden Sie den Gewerbeschein verlieren. Und Banken verlieren ihn nicht nur, weil sie freies und Säuerwohnen spekulieren. Also die Frage ist, und das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. So, versuchen wir jetzt dieses Nullsummenspiel für Sie darzustellen. Und dann müssen wir schnell hineingehen, wie man eine Wirtschaft analysiert. Und das ist weltweit überall gleich. Also, ich habe gewisse Wirtschaftssektoren, die natürlich untereinander mit Geld- und Güterströmen verbunden sind. Und es ist relativ einfach. Ich habe das Ausland, also Exporte, Importe. Für Österreich ganz wichtig, Tourismus natürlich. Ja. Also wenn wir Ausländer zu uns kommen, haben wir mehr Tourismuseinnahmen und natürlich ja weniger von Österreich, die Ausländer das Geld ausgeben, dann haben wir den Staat und Sie sehen das, was man unter Privatwirtschaft versteht, unterteilt sich ganz einfach in 3 Blöcke. Wir haben die Haushalte, das sind wir alle, die Konsumenten. Dann haben wir finanzielle Unternehmen und nicht finanzielle Unternehmen. Finanzielle Unternehmen, noch leichterer Begriff zu merken, sind die Banken. Dazu gehört die Zentralbank und alle Geschäftsbanken. Und da gibt es eben die nicht finanziellen Unternehmen auch leichter zu merken, das sind die Nichtbanken. Und nur die Banken, also nur der Banksektor, Zentralbank und Geschäftsbank, nur die können das Geld erzeugen. So, wenn ich das jetzt weiß, weiß ich auch, dass die Lüge, die der Herr Lowden immer wieder sagt, die Banken geben nur das Geld der Sparenlagen weiter, einfach Blödsinn ist. Weil Sie als Konsument können kein Geld erzeugen. Das kann nur eine Bank. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben gespart, dann ist das richtig, dann frage ich Sie, woher haben Sie gespart? Weil Sie haben gespart aus Ihrem Einkommen. Woher beziehen Sie Ihr Einkommen? Das ist der Lohn bei der Firma, bei der Sie arbeiten. Woher hat der Unternehmer das Geld?
entweder geht zur Bank, holt sich einen Kredit, oder er hat es aus den Umsätzen. Ja, wer sind denn die Umsätze? Das sind wieder die Konsumenten, die die Waren kaufen. Und dann haben wir einen Zirkelschluss, also ein Sparer, ein Konsument, kann kein Geld drucken. Drucken Sie das Geld, nämlich 50-Euro-Scheine, werden Sie von der Polizei verfolgt. Und das kann der Herr Nowak nicht wirklich gemeint haben, indem man sagt, die Bank geben nur das Geld der Sparer weiter, die 50-Euro-Scheine drucken. Okay, also was heißt jetzt das Nullsummenspiel? Wirtschaftswissenschaftlich könnte man das ungefähr so formulieren. Also die horizontalen Summen auf volkswirtschaftlicher Ebene ergeben per Saldo immer Null. Sie sehen ganz rechts steht eine Null. Einfach gesagt, mein Vermögenszuwachs ist deine Schuldenzunahme. Per Saldo muss das immer Null sein. Wenn Sie sich einen Kredit aufnehmen, um 20.000 Euro ein Auto zu kaufen, ja, dann sind Sie als Konsument verschuldet. Sie haben 20.000 Euro mehr Schulden. Die Bank hat einen Vermögenszuwachs, weil sie die 20.000 Euro Ihnen gegeben hat und die wieder zurückhaben will. Per Saldo zwischen dem Sektor Banken und zwischen dem Sektor Haushalte ist er Null. 20 plus an Schulden, 20 plus an Vermögen ist der Saldo Null. Jetzt müssen wir das ein bisschen analysieren, dann verstehen wir eigentlich das Werk der Wirtschaft gleich auf Anhieb. Sie sehen also, wir haben hier Vermögen minus Schulden und der Saldo sind also die Netto-Schulden oder eben das Netto-Vermögen und über alle fünf Sektoren in einer Volkswirtschaft ist es Null. Muss immer Null sein. Wenn Sie eine Bilanz machen in einer kleinen Bäckerei, dann ist die Bilanz immer ausgeglichen. Vermögen ist gleich Schulden. Dasselbe gilt für die Volkswirtschaft. Und wenn Sie jetzt über die Sätze nachdenken, wir haben einen irrsinnigen Wohlstandszuwachs, ja, ich sehe ihn nicht. Ja, die Leute fahren dicke Autos, die haben aber ein Auto um 50.000 Euro, aber auch Schulden um 50.000 Euro. Die 50.000 Euro sagt einem ja der Lenker nicht. Aber in der volkswirtschaftlichen Rechnung sieht man diese natürlich. Also per Saldo ist, haben wir ein Nullsummenspiel. Sie sehen jetzt hier, da gehen wir noch zurück, bleiben wir noch. Sie sehen jetzt hier rot, die reichsten Haushalte der Familien, die 100 reichsten haben ca. 140 Milliarden an Vermögen. Das war 2013. 2014 hat das Vermögen um 17-18% zugenommen, mittlerweile ist es 170 Milliarden. Die 170 Milliarden von 100 Familien entsprechen ca. 60% der Staats. Natürlich dürfen die jetzt nicht besteuern, schon gar nicht mit einer Vermögenssteuer, da weniger mit einer Erbschaftssteuer, weil die brechen sonst zusammen, die ganzen Vermögen wandern aus. Die Frage, wie wohin, weil Österreich hat neben der Slowakei in ganz Europa sowieso die niedrigsten Vermögenssteuern. Ja? Schweiz hat höhere, viermal so hoch wie in Österreich. Schauen wir uns hier diese an, also nur beim Sektor Haushalte haben wir ein großes Vermögen. Wie kommt das zustande? Sie sehen, der Staat, minus 125, das sind die Nettoschulden, das war 2010. Und Sie sehen hier 251 beim Staat, das Minus, das waren 2010, die Staatsverschuldung, die jetzt ca. 285,90 Milliarden ist. Ja, wieso kommt es nur beim Sektor Haushalte zu diesem großen Nettovermögen? Ein Beispiel, Sie sind Aktienbesitzer. Sie bekommen über den Gewinn, über die Dividende, diese von Ihrer Investition, den Gewinn ausgezahlt. Jetzt ist natürlich, wenn Sie eine Bankaktie haben, dort ein Vermögensabfluss, na, der Gewinn wird ausgezahlt und im Sektor Haushalte, bei Ihnen als Aktienbesitzer, als natürliche Person, ein Vermögenszuwachs. Das gleiche gilt, wenn ein Unternehmen Gewinne ausschüttet. Beim Unternehmen ein Minus, weil der Gewinn ausgeschüttet wird. Bei der natürlichen Person, bei den Haushaltenkonsumenten ein Plus. Per Saldo Null. Nur das Wesentliche an dieser Information ist das, alles Vermögen landet irgendwann bei natürlichen Personen. Wenn es ausgeschüttet wird, wenn Gewinne ausgeschüttet werden, wenn aus der Stiftung die Begünstigten bedient werden, deswegen ist natürlich das Vermögen gesammelt so stark im Sektor Haushalte. Nur, und das wissen Sie sicher genauso gut wie ich, im Sektor Haushalte
ist es sehr ungleich verteilt. Also nur die oberste Schicht, die obersten 10% haben 2/3 des Vermögens. Der Rest hat eigentlich fast gar nichts mehr. Also selbst wenn wir im Sektor Haushalte das große Vermögen haben, so müssen wir immer im Hinterkopf haben, dass das Vermögen dort sehr, sehr ungleich verteilt ist, zu dem werden wir noch kommen. Also das wäre jetzt eigentlich die Zusammenfassung des Wirtschaftens überhaupt. Wir leben in einem Nullsummenspiel betrachtet auf der volkswirtschaftlichen Ebene. Mein Vermögenszuwachs ist dein Schuldenzuwachs. Per Saldo über die verschiedenen Wirtschaftssektoren ist es immer Null. Ja, es gibt so eine tolle Theorie, seit 40, 50 Jahren, wenn Sie nachschauen in den verschiedenen Büchern, die heißt Trickle-Down-Effekt, Pferdeäpfel-Theorie. Also Trickle-Down, das Vermögen tröpfelt hinunter von den ganz reichen 1% zu den reicheren 10%, dann zur Mittelschicht und irgendwann soll es unten auch bei der Unterschicht ankommen. Paul Krugman, der Nobelpreisträger, hat schon vor 4 oder 5 Jahren gesagt in der New York Times, wir warten jetzt schon 30 Jahre, dass irgendwas Trickle Down passiert, aber es passiert nichts. Das heißt, es tröpfelt nichts hinunter. Und das sehen Sie in jeder Vermögens- und Einkommensteuerstatistik, die Sie betrachten oder die Sie analysieren. Das heißt, es ist nichts anderes als eine hehre Theorie, die man benutzt hat, um Steuererleichterungen durchzuführen, sodass das Vermögen sich bei den obersten 1-10% immer mehr kulminiert. Und Sie sehen, so schaut der Trickle-Down-Effekt aus 1929, wo dann die Unterschicht quasi überhaupt nichts mehr hat. Okay. So, Ungleichheit bei Vermögen. Ganz wichtig, die letzten Ziffern von der NGO Oxfam, Jänner 2015, bezogen auf die Welt und auf die USA. Im Jahr 2016, also nächstes Jahr, heuer ist es noch nicht so weit, verfügt 1% der Menschen über mehr als 50% des Weltvermögens. Das heißt, die 99% haben weniger als 1%. Und mit Verlaub, das ist Kapitalismus. Das ist das Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Haben Sie wirklich geglaubt, dass der Kapitalismus Wohlstand für alle Menschen schafft? Wohlstand für alle geht nicht. Das System heißt Wohlstand für 1-10%. Und der Rest hat eigentlich nichts. 1% hat 110.000 Milliarden Vermögen. Das ist 65 Mal so viel wie die 50% der Ärmsten der Welt. Also 65 mal so viel hat nur 1%. 85% der Menschen besitzen so viel wie 50% der Weltbevölkerung. Also die 85 größten Milliardäre haben mehr Vermögen als, wie wir sagen, 3,6 Milliarden Menschen. 85 haben mehr Vermögen als 3,6 Milliarden. In den USA ist diese Ungleichheit besonders ausgeprägt. Hat 1% seit der Krise 2009 95% aller Gewinne auf sich vereint. Ja? Also wenn Sie jetzt hernehmen, man spricht immer die Mehrheit der Bevölkerung, alle sind Aktienbesitzer. Na Quatsch, Blödsinn. In Österreich haben 3-4% der Menschen über 18. Also all jene Gewinne, die abgesogen werden, die zu natürlichen Personen fließen, sind von all jenen, die Aktienbesitzer und denen in Österreich und in Deutschland nur 4% der Menschen über 18 haben, kulminiert sich natürlich das Vermögen bei ganz wenigen. Und dort steigt es immer mehr durch die Zinsen und durch Dividenden. Also das heißt, hier kommt noch dieser Ungleich-Turbo dazu. Österreich, 1% der Menschen besitzen 41% des Geldvermögens, in Deutschland ist es nur 1% 36%, 5% 59%. In Deutschland bei 10% ca. 67%. Also wenn Sie so über den Daumen sagen, 1% der Menschen zwischen 25-40%, 10% ungefähr 2/3 bis 70%, ja, dann besitzen 80% höchstens 30% des Vermögens. Also 20-70, 80-30, so ist ungefähr der Daumen quer durch die Länder die Vermögensverteilung und die Ungleichheit. Poverty is the worst form of violence. Sagt einmal Mahatma Gandhi. Also Armut ist die grausamste Form der Gewalt.
Und das sieht man also weltweit, dass das natürlich stimmt. Es ist ein systemisches Problem und es ist ein Problem, das die Menschen geschaffen haben, das die Politiker geschaffen haben, das die Volksvertreter geschaffen haben, indem sie solche Gesetze machten. Das ist nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Alles ist revidierbar. Nun muss man dann halt anders vorgehen. Ja, Ungleichheit bei Einkommen. Ja, das ist jetzt vielleicht so ein Vergleich der Krise 1929 zu 2008. Bezogen auf die USA, dort ist eben die größte Ausprägung. Jetzt sind wir bei Einkommen, nicht bei Vermögen. Ja? Wenn Sie schauen, ganz links die Kurve, war 1929, haben 10% der Einkommensbezieher 50% des Einkommenszuwachses auf sich vereint. Also alle neue Wohlstandszuwächse haben 50% vom Volksvermögenszuwachs, Einkommenszuwachs in den Vereinigten Staaten, fielen auf 10% der Menschen. Dann kam also die Weltwirtschaftskrise, Sie sehen, also dann in den 50er Jahren waren sie runter und ganz rechts sind wir wieder 2010, 2014, jetzt ist es wieder gleich. Ja? 10% der Bevölkerung in den USA saugen 50% des Wohlstandszuwachses für sich ab. Darunter haben wir jetzt vielleicht ganz interessant, es geht immer wieder um die Diskussion, wenn Sie sich erinnern, in Frankreich wollte Hollande einführen 75% progressive Einkommensteuer. Ja? Nein, das geht nicht, verlassen alle Frankreich und so weiter. Ich darf Ihnen sagen, in Zeiten von Roosevelt bis hinein in die 55er, 60er Jahre gab es in den USA progressive Einkommensteuersätze von 85-90%. Das ist nicht einmal 40 Jahre her. Und die Wirtschaft ist trotzdem gewachsen. Na, ganz einfach, bei 5-10% ganz super Verdiener werden nicht die volkswirtschaftliche Nachfrage ausmachen. Das machen die anderen 95% aus. Und wenn Sie die 5% Superreichen mit 85% Einkommensteuersätze abcashen, ja, dann ist das überhaupt schon nur sinnvoll. Und der Grund ist ganz einfach, kein Manager verdient 15-20 Millionen Euro pro Jahr. Das kann man doch keiner erzählen, dass der so eine Superleistung vollbracht hat. Der hat Aktienpakete, der hat dort eine Bonifikation, wenn der sich selber die Schuhe putzt, kriegt er schon einen Bonus. Ja? Also das heißt, es ist ja kein Verdienst. Sie haben das nicht verdient, sie haben es gekriegt. Beides ist nicht dasselbe. Ja? Und wenn ich jetzt von jemandem, der 10 Millionen verdient, 80% abschöpfe, ja, mit Verlaub, dann hat er immer noch 2 Millionen, also davon kann er immer noch ganz gut leben. Also die hohen Steuersätze, das will ich damit sagen, das ist die größte Lüge, ja, haben nichts, rein gar nichts, mit einem Wirtschaftswachstum zu tun. Wenn also die EVP und sonstige Gebühren und die CDU aussehen, ja, wir müssen die Unternehmenssteuersätze senken, damit Wachstum entsteht, ist empirisch nicht bewiesen, ist kompletter Schwachsinn. Es gibt keinen empirischen Beweis, dass dem so in den letzten 100 Jahren jemals so gewesen sei. Und es wäre Zeit, dass sich eben der Politiker mal irgendwann einmal sich der Wahrheit widmet und mit jeder Phrase runtertrischt, die eigentlich mit der Realität nichts zu tun hat. Es hat damit nichts zu tun. Hohe Steuersätze widersprechen nicht einem Wirtschaftswachstum. Okay? Ja, wie schaut die Ungleichheit aus? Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch an das Duo Salinger-Benger erinnern. Salinger-Benger haben also die klassische Lohnformel, die wirklich sehr gerecht war, muss man echt sagen, etabliert. Und zwar hat die geheißen, jeder Arbeiter, jeder Angestellte soll die Produktivität bekommen, oder 90% davon, plus volle Inflationsausgleich. Wenn das so bezahlt wird, dann funktioniert eine Wirtschaft, dann haben Sie auch beim Einkommen geringe Ungleichheiten. Da muss man über die Spitzensteuersätze reden, aber der erwirtschaftete Wohlstandszuwachs, der sich ja in der Produktivität abbildet, plus die Teuerung, plus die Inflation gebührt 99% der Menschen als Lohn. Na, 99% der Menschen erwirtschaften ja den Wohlstandszuwachs. Ein Aufsicht oder Politiker wirtschaftet gar nichts. Ja? Der wirtschaftet etwas im Sinne, wenn er Gesetz macht, dass es halbwegs gerecht umverteilt wird. Wenn ich aber von dieser Lohnformel weggehe, so wie es Deutschland macht, dann sehen wir hier, die rote Linie sind
die Löhne inflationsbereinigt, also Löhne abzüglich Inflation. Die braune Linie ist die Produktivität und die blaue Linie sind die Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Also wenn ich jetzt den Großteil der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland, 42 Millionen Menschen, nicht einmal das, was sie erwirtschaftet haben, nämlich die Produktivität auszahle, sondern die Produktivität zu Gänze an die Unternehmen in Form von Gewinnen geht, na, dann mache ich Lohndumping. Und das mache ich seit dem Jahr 2000, seit 15 Jahren. Und das spüren Sie in jeder Statistik, ja? Dass natürlich die Leute immer weniger Geld haben, dass die Mieten steigen und durch die inflationsbedingt haben sie natürlich dann, sollte man noch mehr zu kämpfen. Und Sie sehen nur den kurzen Einbruch der Gewinne, die blaue Linie, die sind einmal runtergegangen, die nächsten 2-3 Jahre sind wir wieder auf der gleichen Höhe. Also wenn die Produktivität nicht zur Gänze oder zu 90-95% an die Arbeitnehmer geht, dann explodieren die Gewinne. Schauen Sie sich Lohnverhandlungen an bei den Metallern, das hat mittlerweile die Industrie, da ist die Produktivität überhaupt einmal ein Verhandlungsthema. Da ist einmal für 2-3 Jahre gewesen. Ja, also die Verhandlungen über die Inflation, Produktivität. Natürlich kann die Produktivität den Menschen, denn nur 99% der Menschen erschaffen den Wohlstand und das Bruttoinlandsprodukt. Doch nicht nur die 1 oder 0,5% der Manager. Bitte. Ja, wir sehen das hier im Jahr, zwischen Jahr 2000 und 2010. Wo gab es die größten realen, also inflationsbereinigten Lohnzuwächse? Sie sehen rot, Deutschland in 10 Jahren minus 4,5. Also in 10 Jahren haben Sie weniger realen Geldbörsen als noch im Jahr 2000 im Vergleich zu 2010. Sie sehen USA 2,2, Japan minus 1,1. Da kommt schon Österreich mit plus 2,7 in 10 Jahren. Das ist pro Jahr 0,27% inflationsbereinigt. Wenn jetzt die Miete um 3% gestiegen ist, na, dann haben Sie schon große Probleme. Sie sehen weiter unten Griechenland plus 16%, Norwegen über 23%, Schweden plus 14%, also in Schweden sind die Löhne in 10 Jahren real um 7- bis 8-fache. Höher, schneller gestiegen als in Österreich. Und jetzt werden Sie sich nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, dass Schweden fast eine doppelt so hohe Wachstumsrate hat als Österreich. Also hohe Löhne sind der beste Konjunkturimpuls. Wenn Leute merken, dass sie pro Jahr mehr ein Geldbörsen haben, auch mehr kaufen. Wenn sie merken, dass sie weniger ein Geldbörsen haben, dann kaufen sie weniger, dann wird es auch kein Wachstum geben. Das heißt jetzt nicht bitte, dass ich jetzt ein Wachstumsfetischist bin, aber das sind halt die elementaren Zusammenhänge. Ja, wie schaut das in Österreich aus? Ganz ein guter Input, es gibt in Österreich vom Rechnungshof so alle 4 Jahre eine Einkommenssteuerstatistikanalyse und die geht halt eben über 10 Jahre inflationsbereinigt. Die ist recht interessant, Brutto-Netto-Jahreseinkommen, also die untere Tabelle ist Netto-Jahreseinkommen. Und sie beginnen im Jahr 1998 mit dem Index 100 und recht interessant, Arbeiterinnen, Angestellte und Beamte, Vertragsbedienstete. Arbeiterinnen beginnen 1998 netto mit 100 und im Jahr 2013 ist der Index 90. Also diejenigen, die am geringsten durchschnittliches Einkommen haben, haben auch noch 10% verloren in 13 Jahren. Ca. 100 ist ja bei den Angestellten, dort sind die Vertragsbediensteten bringen, und 17% plus bei den Beamten. Also Sie haben hier eine Spaltung der Gesellschaft von den Einkommensseiten her. Nur jene, die sich die Gehälter selber bestimmen, nämlich die Beamten, haben Zuwächse von 17% real. Die Arbeiterinnen, die eigentlich sogar kaum mehr auch von einer Gewerkschaft vertreten werden, haben 10% minus. Und wenn Sie jetzt denken, welche Partei die Arbeiterinnen eingeheimst hat, ohne auch nie etwas dafür zu tun, dann kann man vielleicht auch die Wahlergebnisse ein bisschen erklären. Bitte schön. Ja, das kennen Sie sicher von Bertolt Brecht, das Alphabet. Reicher Mann und der arme Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte gleich, wer ich noch arm, wirst du nicht reich. Das sind wir wieder beim Nullsummenspiel.
Es kann keinen großen Reichtum geben, wenn nicht mindestens 30-40% der Menschen arm sind. Das ist unmöglich. Das ist denkunmöglich. Reichtümer von Milliarden Einkommen, ein gewisser John Paulson hat, glaube ich, 3 oder 4 Milliarden Dollar verdient pro Jahr. Milliarden Dollar. Natürlich hat er das nicht verdient. Er hat, ich weiß nicht, in 2000 Milliarden Dollar spekuliert und das war der Provision und die hat er sich eingestreift und spekuliert auf Reis, auf Sojabohnen. Der Nutzen für die Allgemeinheit ist gleich null. Das sind die Helden unserer Gesellschaft, ich bitte Sie. Ja? Also das kann ja nicht sein, dass wir in so einer Gesellschaft leben. Also Reichtum kann es nur geben, exorbitanter Reichtum, wenn nur 30-40-50% der Menschen nichts haben oder reale Einkommenseinbußen haben. Okay, jetzt glaube ich, kommt unser erstes Video. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie gekannt haben, Volker Bispers, seit 20, 30 Jahren unterwegs, klärt Sie auf über kapitalgedeckte Altersvorsorge bis hin zur Gesundheitsreform, bestens recherchiert. Es gibt von ihm sehr, sehr viel, was Sie sehen sollten, Sie mal reinhören. USA and Terrorism, 1 bis 5 auf Englisch übersetzt, genial. Ja? Bestens recherchiert, kein Wirtschaftsforscher ist imstande, in 12 Minuten Ihnen die Zusammenhänge so zu erklären. Und das auch noch kabarettistisch rübergebracht. Alle Fakten stimmen. Das lernen Sie nicht auf einer Fachhochschule, auch nicht auf einer Universität. Und es gibt also in Deutschland schon viele, die sagen, eigentlich auch die Leistung der Medien, bin ich gespannt, was der Günther dann uns sagen wird, die Leistung der Medien, nämlich aufzuklären, zu informieren, werden von den Kabarettisten, von der Anstalt und von anderen Satirikern schon längst übernommen, weil die viel besser recherchieren und sich an die Wahrheit halten. Den Medien lernen, die lesen sie ja nicht die Wahrheit. Glauben Sie das nicht? Also, Volker Bispers. Ja, wir kommen jetzt zum Wachstum und vielleicht auch, dass jeder die Krise schon längst hätte bemerken müssen. Also die Lüge, die Lehman Brothers Pleite hätte das Weltfinanzsystem gefährdet, ist doch einfach Schwachsinn. Es ist einfach ein Schwachsinn, der als Lüge verbreitet wurde. Es gibt vielleicht noch dazu angefügt, der Herr Bofinger hat 2009 in der FAZ ein Interview gegeben. Der Herr Bofinger ist Wirtschaftsforscher, seit 10 Jahren im Deutschen Sachverständigenrat, also das WIFO und IHS gemeinsam. Und da wurde er gefragt, ob die Ökonomen keine Modelle hätten, damit sie die Finanzkrise vorhersehen könnten. Da hat der Bofinger gesagt, naja, wir haben schon ausgebildete Modelle, nur der ganze Sektor Banken ist nicht enthalten. Auch die EZB hat in ihren Modellen den ganzen Sektor Banken nicht enthalten. Also wenn Sie ein Modell haben und Sie haben den Sektor Banken, der das Geld aus Luft erfindet, ist nicht inkludiert, dann frage ich Sie, was sind diese Wirtschaftsmodelle eigentlich wert? Sie sind wertlos. Und dann hat man halt die Lüge von Lehman Brothers erfunden, damit man nicht ganz als blöd dasteht. Also, wir haben hier verschiedene Wachstumsraten. Sie sehen, die rote ist jene des exponentiellen Wachstums, also pro Jahr eine Steigerung von 3%, 1,03 mal 1,03 mal 1,03 und nach 70, 80 Jahren haben Sie eben eine exponentielle Kurve. Wie hoch waren die Staatsschulden von Österreich 1980? Wer kann das irgendwie noch sagen, hat das irgendwie in Erinnerung? Österreichische Staatsschulden 1980.
Hat irgendjemand eine Idee? 27 Milliarden Euro. Heuer 280. In 35 Jahren eine Verzehnfachung. Sowas nennt man exponentiell und das weiß jeder 16-Jährige der Mittelschule. Ist das ein Geldsystem, das nachhaltig ist? Glauben Sie das wirklich? Natürlich nicht. Und in dem System leben wir. Und es gab noch nie eine so hohe Verschuldung, egal von Staaten, egal von privaten Konsumenten, wie heute. Selbst 1938 hatte Österreich die Hälfte der Schulden im Verhältnis zum BIP wie heute. Okay. Also Sie sehen jetzt hier, jeder, der, ich sage einmal, zwei Augen im Kopf hat, hat gewusst, dass es einen großen Gletscher machen wird, 2007, 2008 oder später, und das sieht man eben an den exponentiellen Kurven. Sie sehen hier die amerikanischen Hauspreise, 2094 Index auf 194, also eine Verdoppelung der Hauspreise in 6 Jahren bis 2006, wo es dann runtergefallen ist. Also ich brauche nur einen Hausverstand, ich brauche keinen Universitätsprofessor in Volkswirtschaft oder BWL, der mir erklärt, was eine exponentielle Kurve ist. Wenn sich die Preise in 6 Jahren verdoppeln, dann glauben Sie, dass das nur mal 6 Jahre so weitergeht? Sie wissen nicht, ob es ins Jahr 2006 crashen wird, 7 oder 8, oder dass das nicht weitergeht, sagt einem der normale Hausverstand. Sie haben rechts die exponentielle Kurve der Derivate. Hängt zusammen, also natürlich mit der Deregulierung der Finanzmärkte 1998, gleich Steagall, like Bill Clinton, und dann ging es also weiter bei uns also mit Basel II, mit der ganzen Deregulierung. Und dann haben wir also die Derivate, waren auf ca. 730.000 Milliarden Dollar, jetzt sind es auf 630, ungefähr das Zehnfache des Welt-BIPs. Dass das nicht immer so weiter wächst, ist auch, glaube ich, jedem klar. Ja, und das sind die österreichischen Staatsschulden. Und die Schulden und das Vermögen von allen Wirtschaftssektoren. Also wir haben auf der linken Seite das Geldvermögen und auf der rechten Seite halt umgekehrt gezeichnet die Staatsschulden. Nachdem sich alle Wirtschaftssektoren verschulden und das Geld, wie der Herr Pfister so richtig gesagt hat, nur als Schuld entsteht, haben sie ein exponentielles Wachstum der Schulden. Na, wenn die Schulden exponentiell wachsen, wachsen natürlich auch das Vermögen exponentiell. Auch das hat der Pfister glasklar und korrekt dargestellt. Die 5.000 Milliarden Geldvermögen sind also 2.400 Milliarden Schulden beim Staat. Und die anderen Schulden sind in den anderen Wirtschaftssektoren. Also Schulden und Vermögen sind immer gleich. Wachsen die Schulden, wächst das Vermögen. Das Problem ist, und auch das hat der Herr Pfister hervorragend dargestellt, ja, je höher die Vermögen, dann wird es mit Zins ein bisschen happig. Nicht? Stellen Sie sich vor, die EZB hätte nicht einen Zins von 0,05%, sondern von 2%-Punkten. 2% mehr heißt für Italien bei 2.000 Milliarden Staatsschulden 40 Milliarden mehr Zinsen pro Jahr. So, wo sollen Sie jetzt einsparen? Bei Gesundheit, bei Bildung, bei Pensionen, bei Löhnen? Es ist nicht mehr möglich. Sobald die EZB die Zinsen erhöht, crasht das ganze System, denn sie können es nirgends mehr einsparen, sie können auch die Steuern nicht erhöhen, dann bricht ihnen die Nachfrage zusammen. Also wir sind schon ziemlich weit am Ende. Sieht man auch hier wieder bei den Kurven. Ja, den Spruch kennen Sie sicher, jeder, der glaubt, dass exponentielles Wachstum auf einem begrenzten Planeten unendlich weitergehen kann, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom. Ja, kommen wir jetzt zum Geld aus dem Nichts, das hat auch der Pfister richtig angesprochen. Was heißt jetzt Geld aus dem Nichts? Heißt ganz einfach, dass es zuvor nicht vorhanden war. Das müsste jeder wissen, der ein bisschen Buchhaltungskenntnisse hat. Da meine ich gar nicht Fachhochschule, Universitätsniveau, sondern so Berufsschule, zweite Klasse Handelsschule. A, wie verbuche ich einen Kredit? B, wie verbuche ich die Tilgung des Kredites? C, wie verbuche ich den Zins? Dann müssten Sie eigentlich das Geldsystem verstanden haben. Blöd ist nur, dass es halt keiner auf der Uni oder Fachhochschule lehrt. Noch nie hineingeschaut bei Fachhochschulen, wenn ich hineinschaue, Curricula, Volkswirtschaft eher wenig vermittelt. Dort bekommen wir es die klassischen Lehrbücher, die seit 30 Jahren die gleichen Inhalte bieten. Schaut man hinein beim österreichischen Kommentar zum Bankwesengesetz, das sind zwei Schmöker, 200-900 Seiten, von hochgeistigen Rechtsanwälten verfasst.
wenn Sie in Sache bist, da gibt es den Titel Buchgeldschöpfung gar nicht. Sie finden im Kommentar zum Bankwesengesetz leider das Wort Buchgeldschöpfung. Sie haben jetzt vielleicht den Rechtsanwälten gar nicht vorwerfen, aber es ist halt so. Also Banking, gehen wir noch zurück. Heimann Minzige war ein Top-Ökonom, den man beträchtigt hat und gesagt, das ist ein Spinner. Bis da die Finanzkrise gekommen ist, 2008, und war er der meist zitierte Ökonom, weil er ganz einfach gesagt hat, unsere Finanzindustrie halte ich im Grunde für ruinös. Und er hat damals schon gesagt, Banking is not money lending, to lend the money lender must have money. Also das Bankgeschäft ist kein Geldverleih, und wenn Sie Geld verleihen wollen, müssten Sie ja zuerst das Geld besitzen. Und das ist ja nicht der Fall, dass Sie das Geld in dem Moment erfinden, wo Sie einen Kredit verbuchen. Forderung an Verbindlichkeit. Ja? Der Buchungssatz für die Kreditverbuchung Kunde X bei einer Bank, ja, in dem Moment entsteht das Geld aus dem Nichts, weil es zuvor nicht vorhanden war. Eine Frage, wenn Sie zum Friseur gehen, können Sie auch mit der Frisur heute bestellen und sagen, morgen hole ich sie mir ab. Geht nicht. Genauso können Sie bei der Bank sagen, wir buchen zwar mal einen Kredit ein, die kommen morgen abholen. Sie können nur Rechnungslegungsgesetz anhand eines Geschäftsfalles buchen, das ist der Kreditvertrag, dann gibt es einen Buchungsbeleg, dann gibt es die Verbuchung, dann entsteht das Geld aus dem Nichts. Buchgeld. Okay? Ja. Ja, jetzt lese ich Ihnen noch schnell was vor, damit Sie sehen, dass das alles nicht neu ist, was ich Ihnen sage. Sie sehen hier Geld aus dem Nichts, Bundesbank, Spiegel, 15. September 1972. Also Sie sehen, das, was Sie heute oft an Wirtschaftsuniversitäten oder so diskutieren wollen, da stellt sich jeden Professor die Ohren auf, weil er sie wahrscheinlich nicht auskennt. Das ist alles nichts Neues. Das wissen wir alle schon längst. Ich zitiere jetzt aus diesem Beitrag. Ja? Es ist ein Gespräch zwischen Bundesbankchef, den Deutschen damals 1972 und den anderen. Allein die Großbanken haben von Ende Dezember bis Ende Juli über 12 Milliarden Mark mehr als in den Jahren zuvor an Unternehmen oder Konsumenten ausgegeben, obwohl sie während der gleichen Zeit nur 3,7 Milliarden Mark Einzahlungen hatten. Das heißt, sie haben 12 Milliarden mehr gegeben und Spareinlagen waren nur 3,7. Also schon damals hat jeder gewusst, dass sie das Geld erfinden und dass der Satz, die Banken geben nur die Spareinlagen weiter, ein hanebüchener Unsinn ist. Das ist längst widerlegt. Jeder, der das sagt, hat nicht begriffen, wie man einen Kredit verbucht. Und dann heißt es weiter, also das ist natürlich ein großes Problem, wenn die Banken das Geld erfinden. Die Geldhändler sind auf einen Kunstgriff verfallen, Bares aus dem Nichts zu ziehen. 1972, Bundesbank-Vizechef Emmerich. Und zu machen ist die Privatbanken, was ihnen seit langem verboten ist, selber Geld. Schimpft Bundesbank-Vizechef Emminger. Das ist ein Rückfall in vergangene Jahrhunderte. Also es gibt es nicht erst seit 40, 50 Jahren, sondern schon seit Jahrhunderten, wie wir wissen, wo jede Zettelbank Geld drucken konnte. Jetzt dürfen wir natürlich das Wort Zettelbank nicht verwechseln mit Zentralbank, obwohl das auch eigentlich dasselbe ist. Wieso ist es dasselbe? Wir haben also hier auf der rechten Seite die Begrüßungsrede von Dr. Jens Weidmann bei einem geldpolitischen Seminar aus dem Jahr 2012. Dr. Jens Weidmann ist der Chef der Deutschen Bundesbank, also nach der EZB wichtigsten Zentralbank. Der Titel lautet, traf Goethe ein Kernproblem der Geldpolitik. Jeder, der weiß, Faust, Mephisto, da geht es ums Geld. Und da sagt also dann der König zu Mephisto, wo ist denn das Geld? Ja, schaff es denn, dass er mache mehr aus dem Geld. Deswegen hat er diesen Titel gewählt. Und da hat er gesagt, Folgendes gesagt. Also 2012. Gerade in jüngster Zeit stellen sich viele Bürger die Frage nach der Herkunft des Geldes. Woher nehmen die Zentralbanken eigentlich das viele Geld, das sie brauchen, um dem Bankensystem im Rahmen geldpolitischer Operationen Kredite in Billionenhöhe zu geben oder anders zu kaufen? Weshalb heißt es in diesem Zusammenhang regelmäßig, dass die finanzielle Feuerkraft
der Notenbank grundsätzlich grenzenlos sei. Notenbanken schaffen Geld, indem sie Geschäftsbanken gegen Sicherheiten Kredite gewähren oder ihnen Aktiva, wie zum Beispiel Anleihen, abkaufen. Die Finanzkraft einer Notenbank ist dabei prinzipiell unbegrenzt, da sich eine Notenbank das Geld, das sie vergibt, mit dem sie bezahlt, vorher nicht etwa beschaffen muss, sondern es quasi aus dem Nichts erzeugt. Dr. Jens Weidmann, Chef der Bundesbank, 2012. Und der Herr Nowotny schreibt immer noch in seinen Broschüren, ja, die Banken machen nichts anderes, als dass sie die Sparrenten weitergeben. Hanebücher, ein Unsinn, Volksverblödung. So, wie schaut jetzt das Geld aus dem Nichts aus? Wenn die Banken das Geld erfinden, nämlich das Buchgeld, muss ich das wohl niederschlagen. Wir sehen auf der linken Seite von 1960, die rote Linie ist das echte Geld, Münzen und Scheine, und die gelbe Linie ist das Buchgeld, das die Banken frei erfinden. Sie sehen hier einen Anstieg in Billionen, also im Vergleich zu 2010, sie haben eine exponentielle Kurve, rechts ist es genau dasselbe für Großbritannien. Also das echte Geld, die Münzen und Scheine, steigen nicht. Ab 1970 hat sich das Geld aus dem Nichts exponentiell entwickelt. Es gibt keinerlei Gesetz, das den Banken die Buchgeldschöpfung erlaubt. Auf dem Ludwig von Mises Institut finden Sie einen Beitrag, verstößt das Geldschöpfungsmonopol der Banken gegen die deutsche Verfassung. Ludwig von Mises Institut, also nicht irgendein Gewerkschaftsverein. Ja? Ein sehr liberales Institut zweifelt die rechtsmäßige, die verfassungsgedeckte Geldschöpfung der Banken an in den Artikeln. Merken Sie sich das, können Sie eingeben. Also auch hier exponentielle Steigerung. Jetzt könnte man das natürlich ein bisschen analysieren und meines Erachtens ist ein wesentlicher Grund, so ab 1970 mit der Erfindung des Giralkontos, des Bankkontos. Wenn Sie sich noch erinnern an Ihre Eltern, oder ihre Oma, die hat die Rente noch vom Briefträger in bar ausbezahlt bekommen. Da sind die Briefträger herumgewandert, haben die Pensionen in bar ausbezahlt. Wenn sie irgendwo in der Stadtwerke gearbeitet haben, sind sie hingegangen und am Monatsende haben sie einen Lohnsackerl gekriegt. Und das Lohnsackerl war das echte Geld, das gesetzmäßige Münzen und Scheine. Und dann hat es geheißen, so 70er, 80er, jeder Student hat ein Konto und somit ist das Geld aus dem Nichts explodiert. Das sehen Sie hier, ja, nicht rechtmäßig gedeckt. Okay. Ja, da sind wir jetzt also jetzt. Ja, Sie sehen also überall haben wir exponentielle Kurven. Das Geld entwickelt sich exponentiell, die Wirtschaftsleistung graduell stagniert. Ja. Seit 2008 hat die Eurozone in der EU, liegt sie 2% unter der Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2008. Also wir haben seit 8 Jahren eine seit 8 Jahren, seit 2007. Alles, was in den Zeitungen lesen, spricht nicht der Wahrheit. Sie können die Daten recherchieren, ob EZB, Bundesbank, IWF, egal. Die EU und Eurozone haben noch nicht die Wirtschaftsleistung von 2007 erreicht. Nehmen wir die Zinsen dazu, haben sie exponentielle Kurven, Schulden, Vermögen. Vermögen, die Zinsen so niedrig, weil es in der Folge Bismarck auch völlig richtig gesagt hat, die arbeitenden Menschen die Zinsen nicht mehr erwirtschaften können. Es ist unmöglich. Wenn sie die Zinsen erhöhen, explodiert das System. Von den Staatsschulden bis sonst wohin. In Griechenland gehen alle Unternehmer pleite, wenn die 2% mehr Zinsen zahlen müssen, ist das System und die Wirtschaft am Ende. Ja, ein kurzer Einblick, wie das Bankgewerbe wirklich funktioniert. Hier geht es doch nicht um Gewinne aus Waffengeschäften. Hier geht es um Kontrolle. Kontrollier die Waffenlieferungen und du kontrollierst den Konflikt? Nein. Nein, nein, die IBBC ist eine Bank. Deren Ziel ist es nicht, den Konflikt zu kontrollieren. Die wollen die Schulden kontrollieren, die der Konflikt verursacht. Wissen Sie, der eigentliche Wert eines Konflikts, der wahre Wert, liegt in den Schulden, die er verursacht. Wer die kontrolliert, kontrolliert schlichtweg alles.
Sie finden das beunruhigend, ja? Aber darin liegt das wahre Wesen des Bankgewerbes. Man will uns, egal ob als Länder oder als Individuen, zu Sklaven der Schulden machen. Aber darin liegt das wahre Wesen des Bankgewerbes. Man will uns, egal ob als Länder oder als Individuen, zu Sklaven der Schulden machen. Okay, das ist das wahre Wesen des Bankgewerbes. Die Banken erfinden das Geld. Sie haben auf der einen Seite, wir sind die Schuldner, die Banken sind die Gläubiger. Wenn Sie drei Monatsraten nicht bezahlen, wird der Kredit fertiggestellt. Sie können in Ihr Vermögen exekutieren oder in Ihr Einkommen. Das ist Macht. Der freie Mann hat ja keine Macht. Glauben Sie wirklich, dass er Macht? Diejenigen, die Schulden kontrollieren, also indirekt Eingriff in Ihr Sachvermögen haben, durch Exekutionstitel abgesichert in der Konkursordnung, die haben die Macht. Erinnern Sie sich noch an die Zypernkrise? Na dunkel? Am Sonntag musste der zypriotische Ministerpräsident an Herrn Draghi antanzen, um zu sagen, ob er das Papier Einsparungen unterschreibt oder nein. Hat der Draghi gesagt, wenn wir das unterschreiben, sonst haben sie auch kein Geld. Wortwörtlich. Und wie war es in Zypern? Wenn Sie 20.000 Euro im Konto haben, dürften Sie 100 Euro abheben. Das ist Enteignung. Das hat alles in der Wirtschaft, das hat der Demokratie nichts mehr zu tun. Diejenigen, die das Geld beherrschen, beherrschen alles. Die Demokratie und hinten, die ganzen Regierungen, ich bitte Sie, die können da herumbudgetieren und haben sich wieder, ja, jetzt sind wir so toll, wir sind von 1,5 auf 0,5% Defizit runter. Das ist doch alles ein Märchen. Ja? Damit kann man vielleicht ein paar Leute unterhalten, die halt auch mit diesen Schriften verdienen. Wer das Geld erzeugt, hat die Macht. So, Deutsche Bundesbank, Geld und Geldpolitik können Sie leicht recherchieren für die Sekundarstufe 7. Eine Broschüre für Schüler von 16, 17 Jahren. Geldschöpfung bezeichnet die Schaffung von Geld. Geschäftsbanken schaffen Geld durch Kreditvergabe. Das Geld entsteht in dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird. Und wenn ich denke, alles Geld nur durch Kredit entsteht, haben wir ein hundertprozentiges Schuldgeldsystem. Wenn Sie für ein Auto einen Kredit brauchen, geben Sie von der Bank ein Geld geschenkt. Nein, wenn ein Unternehmer, Energiewirtschaft, wenn die First in USA 1,2 Milliarden ausgibt, um dort eine Fracking-Investition zu tätigen und sie haben kein Geld, geht es zur Bank und sie gibt das Geld nur als Kredit und der Staat verschuldet sich bei Banken, um genau mit diesen Schulden die Banken vor dem Bankrott zu retten. Sowas nenne ich pervers, nämlich Geldsystem pervers. Und das würde dann sicherlich nicht in der Schule oder auf der Universität beigebracht. Okay. Also, wie schaut es jetzt aus? Wir haben also Nationalbankgeld und wir haben Buchgeld. Das Nationalbankgeld, das die Nationalbank per Gesetz drucken muss, ausgibt, ist natürlich das Gesetz für die Zahlungsmittel, Münzen und Scheine. Anteil an der Geldmenge 2%, sprich 98% ist das Buchgeld. Und Geschäftsbanken kaufen Zentralbankgeld. Also wenn ich sage, wir hätten jetzt kein Geld auf der Welt, wie entsteht das Geld? Wenn Sie eine Bank sind und ich bin eine Zentralbank, müssen Sie zu mir kommen und sagen, okay, ich brauche Münzen und Scheine, kannst du denen geben? Habe ich gesagt, ja, verkaufe Ihnen meine Münzen und Scheine, Sie haben kein Geld, also kaufen Sie sich von mir Münzen und Scheine und bleiben diese schuldig. Eine Bank hat ja kein Geld, Sie müssen jetzt erst Münzen und Scheine von der Zentralbank kaufen und die bleiben schuldig, weil sie mit keinem Geld zahlen können. Gut, nur Zentralbankgeld ist das gesetzliche Zahlungsmittel. Im deutschen Kreditwesengesetz steht eindeutig, dass Buchgeld nicht gesetzlich gedeckt ist. Es ist auch nicht mit Gewohnheitsrecht zu interpretieren. Weil das Ungesetzliche kann nicht durch Gewohnheitsrecht zum Gesetz werden. Das geht auch nicht. Also das heißt, wir haben eine komplette Grauzone. Okay, Buchgeld, das was durch Buchung entsteht, Giralgeld, wie der Herr Bistes gesagt hat, Anteile an der Geldmenge 98%, also das Geld, wenn Sie sich erinnern, die Welt der Zocker, das herumschwirrt, ist das Geld. Und das Geld war zuvor nicht vorhanden, deswegen Geld aus dem Nichts. Würden die Banken sich alles Geld bei der Zentralbank kaufen,
also nur Münzen und Scheine, ja, dann hätten sie das Geld ja auch physisch am Lager. Dann würde die Buchung einen Kredit nicht lauten Forderung an Verbindlichkeit, dann würde sie lauten Forderung an Kassa. Ja, dann würden sie das Geld physisch hergeben. Ja? Und schon anhand der Buchung kann man erkennen, auf dem Niveau, sag ich mal, wo man Buchhaltung lernt, dass das Geld nicht vorhanden ist. Das ist jetzt die Geldpyramide. Sie sehen ganz unten das Grüne, das ist das echte Geld. Und darüber ist das, wie wir da als Zocker gesprochen haben, das in der Welt herumschwirrt. Von Derivaten bis Buchgeld, bis Hedgefonds, bis Private Equity, bis alle außerfinanziellen Gesellschaften, die das Geld erfinden. Also das ist die Geldmenge, die herumschwirrt. Ja, machen wir jetzt eine schnelle Zusammenfassung. Also alles Geld ist Schuld. Die Banken erzeugen für Nichtbanken das Geld. Nur die Banken, Zentralen, Geschäftsbanken erzeugen das Geld. Kein Unternehmer kann Geld erzeugen, kein Sparer. Und der Staat verschuldet sich bei Banken, um mit diesen Schulden die Bildung zu finanzieren und so weiter und so fort. Ja, Schulden ist gleich Vermögen, die Bilanz ist immer ausgeglichen, steigen die Schulden, steigen auf der anderen Seite die Vermögen, wie eine Bilanz eines kleinen Unternehmens, eines Bäckers, von Hübnerprojekt, das gleiche gilt auf volkswirtschaftlicher Ebene. Werden jetzt alle Kredite getilgt, ja, dann gibt es kein Geld. Also wenn das Geld durch Schulden entsteht, Sie borgen sich 100 Euro von der Bank aus, morgen überlegen Sie sich und sagen, ach, ich brauche es nicht, gehen Sie wieder hin, zahlen Sie die 100 Euro zurück. Dann ist der Kredit gebildet und es ist kein Geld erzeugt worden. Macht das der Staat, machen das die Unternehmen und zahlen alles Geld zurück, dann gibt es kein Geld. Deswegen ist es ja auch nicht für Unsinn, in einer Rezession zu sagen, die müssen Kredite bilden. Also so etwas Hirnrissiges kann nur in den Hirnen, ich weiß nicht von wem, vorkommen. Dann haben sie wieder die Rezession begriffen, sie haben nicht begriffen, wie das Geld entsteht und schon gar nicht, wie man es finanziell darstellt. Also in einer Rezession Kredite tilgen, ist der hanebüchste Unsinn, die Ergebnisse sehen Sie in ganz Südeuropa. Dort wurde gespart, nicht? Aber Sie müssen das zurückzahlen. Es ist nicht möglich, wenn Sie einen Kredit tilgen, wird Geld vernichtet. Ja, Heinrich Heine sagte das, was die heutige Zeit beschreibt. Hier in Frankreich erstehen wir die größte Ruhe, nur ein leiser, monotoner Tropfenhall. Das sind die Zinsen, die fortlaufenden Abträufe und die Kapitalien, welche beständig ansteigen. Man hört ordentlich, wie sie wachsen, die Reichtümer der Reichen. Dazwischen das leise Schluchzen der Armut. Manchmal klirrt etwas wie ein Messer, das gewitzt wird. Gut, jetzt kommen wir noch zu schnell zum Zins. Wie schaut es aus mit den Zinsen, welche Hebelwirkung hat der? Wenn man die Bevölkerung, die Einkommen unterteilt in Dezile, also 3,6 Millionen Haushalte, ein Zehntel sind 360.000 Haushalte, so sehen wir, dass nur die reichsten Haushalte eine positive Zinsbilanz haben. Das heißt, die Zinseinnahmen sind größer als die Zinsausgaben. Ja, ganz einfach, weil die haben ein Vermögen, das Vermögen wird verzinst und die haben weniger Schulden, wo sie Zinsen zahlen müssen. Bei den 8 Zehntel darunter ist es genau umgekehrt. Das heißt, 8 Zehntel haben eine negative Zinsbilanz. Sie zahlen mehr Zinsen, als sie durch Veranlagungen, eben weil sie ja kein Vermögen haben, einnehmen. Und das reflektiert sich in der Vermögensdarstellung wie in der Einkommensdarstellung. Ja, also 80-90%, das was der Bistur dort richtig gesagt hat, arbeitet den Zins, den die obersten 10-20% der Bevölkerung als Zinserlös mitnehmen. Machen wir da jetzt schnell eine Probe. Ich habe das schnell einmal so plausibel mit dem Daumen nachgerechnet. Da kann das stimmen jetzt, ja, was da einer analysiert hat. Nehmen wir die österreichischen Einkommen der Nettohaushalte liegen, der Nettohaushalte nicht der Personen, liegen bei ca. 22.000 Euro pro Jahr netto. Ja? Nehme ich jetzt ja die Bankbilanzsumme aller Banken, das sind glaube ich jetzt 960 Milliarden, geschätzt auf 1.000 mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 4%, heißt das, dass die 1.000 Milliarden, die an Krediten vergeben werden, für die Banken 40 Milliarden an Zinseinnahmen bedeuten. So, jetzt müssen wir überlegen, wer zahlt die Zinsen einer Volkswirtschaft? Zahlt der Unternehmer einen Zins?
an die Banken ja, aber na, er kalkuliert den Zins in seine Preise. Wenn Sie ihr Wurstzimmer kaufen, wenn Sie ihr Auto kaufen, wenn Sie ihr Auto kaufen, zahlen Sie alle Zinsen, die von der Urproduktion, also vom Stahlerzeuger über den Handel bis zur Weltmarkt, bis zur Verschiffung, bis zum Händler, alle kalkulieren Zinsen in ihre Preise. Und wenn Sie sich ein Auto kaufen, 20.000, zahlen Sie alle Zinsen aller Wirtschaftsstufen. Also der Konsument zahlt alles. Die Haushalte zahlen alles. Weil der Staat verrechnet die Zinsen über höhere Steuern, die auch wiederum wir bezahlen. Also letztendlich kann ich sagen, die 40 Milliarden an Zinsen zahlen alle Haushalte. Und es wären ca. 11.000, 40.000, 3,6 Millionen, 11.000 pro Jahr. Also das heißt, so plus minus zahlt jeder Haushalt zwischen 30-50% seines Einkommens, je nach Zinssatz, wie ich da kalkuliere, von seinem Nettoeinkommen an Zinsen. Und wenn Sie jetzt hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt 11.000 an Zinsen bezahle, wenn ich eine Bilanz haben will, die null ist, müsste ich 11.000 an Zinseinnahmen haben. Wenn ich die 11.000 an Zinseinnahmen habe und ich rechne sehr mit einem Guthabenszins von 2,5% nach KESS, ja, dann müssen Sie über ein Geldvermögen von ca. 440.000 Euro verfügen. Sollte jetzt überlegen Sie, welcher Haushalt hat 440.000 Euro Geldvermögen? Na, 8-9% sicher nicht. Also ist der Zins ein Hebel der Umverteilung von unten nach oben, indem er Ihnen von Einkommen das wegnimmt. Wenn Sie sich dann zu Ihnen nach Hause gehen, schauen Sie mal einen Kreditvertrag an. Wenn Sie 100.000 Kredit haben, in 15 Jahren bei 5% Kapitalentfälle, zahlen Sie 200.000 zurück. 100.000 in 15 Jahren ist der Zins, die Differenz. Rechnen Sie das durch 120 Monate, ja, dann haben Sie das aus Ihnen monatlich als Umverteilung über den Zins in, weggenommen wird. Ja, jetzt schauen wir uns das an, wie das als Hebel wirkt. The gap between the very richest and the rest of us is getting bigger. Why? A common belief is that it's good for us all if a small group of people earn an enormous amount of money. The theory is that their wealth trickles down to the rest of us. But this is a myth. In reality, money is sucked up from all of us into the pockets of a very small group of people. How does this happen? One reason is the way that money is created. Right now, almost all of the money in our economy is created by banks when they make loans. Now, most people assume that when banks make loans, they're lending out someone else's savings. But they're not. Instead, when somebody takes out a loan, banks create new money electronically by typing numbers into their account. 97% of all the money in our economy is created in this way, as people take out loans from banks. The more loans people take, the more debt there is, and the more money there is. The shocking fact is, if nobody went into debt, there would be almost no money in the economy. Our economy depends on the electronic money created by banks. But because the money is created when people borrow, someone, somewhere, has to pay interest on every pound created. In effect, we are renting the money we need to run our economy from the banks. This means that in the UK alone, together we pay the banks £192 million in interest every single day. And because the debt is held mostly by the bottom 90% and wealth mostly by the top 10%, paying this interest transfers money from the bottom 90% of the population to the very top 10%. It sucks wealth and income from the rest of us up to the very lucky few. So as long as we have to rent the money we use from the banks that create it, we'll have to keep paying this huge interest bill, and the gap between the richest and the rest of us will keep increasing. But there are ways to create money that don't depend on us all going into debt to the banks. We want to see money created by a public body and spent into the economy, so that we don't have to borrow all the money we need from the banks.
This would lead to less debt and stop the gap between the richest and the rest of us getting even bigger. This is what we're campaigning for. Join us by signing up at Positive Money and sharing this video. Ja, wenn ich das noch kurz übersetzen darf, PositiveMoney.org ist eine tolle NGO in Großbritannien, die durch alle möglichen Städte auf vielen Universitäten Vorträge halten. Sie haben auch die isländische Regierung beraten, die ja den Banken das Geld wegnehmen will, nämlich das Geld aus dem Nichts. Und dort gibt es ein schönes Paper, 110 Seiten, spielt alle wissenschaftliche Melodien, zurückgehen, wie gesagt, auf 1936, Herman Fischer, 100% Money. Also was hier gesagt wurde, trickle down, also man glaubt, dass das Vermögen irgendwie runterkommt, ist aber nicht der Fall, weil durch den Zinsen das Vermögen von unten nach oben verteilt wird, sodass halt 90% Zinszahler sind und halt nur 10% die Zinsempfänger. Das heißt jetzt aber für Vermögensteuern natürlich ganz was Wichtiges. Ja? Vermögensteuern, Erbschaftssteuern, egal welcher Art, ändern am Geldsystem nichts. Sie sind nur ein Placebo, sie sind nur eine Beruhigungspille, die politisch verkauft wird und eh nicht durchgeht. Also die Vermögenssteuer ändert doch nicht an einem Zinssystem und schon gar nicht an einem hundertprozentigen Schuldgeldsystem etwas. Es ist nur eine Verlängerung des langen Todes, des langen ökonomischen Todes. Und das kommt hier in dem Video sehr, sehr gut heraus. Es hat für diejenigen, die es verfolgt haben, Occupy Wall Street, für die, die das ein bisschen verfolgt haben, hat natürlich das Geldsystem thematisiert und sie haben sich sehr gut ausgekannt. Für die, die es nicht wissen, Occupy Wall Street wurde als Terrororganisation eingestuft, wurde vom FBI und vom CIA verfolgt. Es gab auch Verurteilungen. 2013/14 wurden führende Kräfte in Oakland freigesprochen, haben dann auch Geld bekommen, aber sie haben natürlich die Organisation zerstört quasi. Und die haben also ganz was Wichtiges gesagt und ein paar essentielle Fragen gestellt. If that is the problem, how is more debt the solution? Also wenn Schulden das Problem sind, ja, dann können mehr Schulden nicht die Lösung sein. Ja, und wenn Österreich 1980 27 Milliarden Staatsschulden hat, ja, dann ist 280 Milliarden ja doch keine Lösung. Wenn Sie glauben, dass Sie deswegen mehr Wohlstand haben, dann glauben Sie es halt. Denken Sie an das, was der Volker Bistos gesagt hat. Ja? Sie haben die Schulden reell von der Staatsschuld, aber das Vermögen haben wir nur 1% und die haben sie nur statistisch. Das ist der Wohlstand, das ist die Verteilung, die in jeder Dokumentation, egal ob es Einkommensungleichheit ist, Vermögensungleichheit herauskommt. Das ist die Wahrheit. Ob Sie es jetzt glauben oder nicht, ob das der Politiker glaubt, ist ja völlig unerheblich. These are the facts, das sind die Fakten. Sie können das alles nachvollziehen. Also wenn also alle Staaten der Welt verschuldet sind, ja bei wem sind wir denn verschuldet? Bei wem? Die Staaten haben also eine Verschuldung von ca. 50.000 Milliarden. Das BIP, Welt-BIP ist 70.000 Milliarden Dollar. Wo sind alle Staaten mit 50.000 Milliarden Dollar verschuldet? Die Antwort ist ganz einfach, bei Banken. Unternehmer können kein Geld erzeugen, die Konsumenten können kein Geld erzeugen, die Banken erzeugen das Geld aus dem Nichts und dort sind alle Staaten verschuldet. Okay, Geldsystem pervers. Der Staat leiht sich das Geld bei Banken und danach genau mit diesen Krediten die Banken vom Konkurs zu retten. Nehmen wir her die Hypo. Kostet uns 20 Milliarden. Wenn die erste österreichische dem Staat das Geld gibt, verdient die Hypo mit 4% Zinsen 800 Millionen Gewinn und verdient an dem Verbrechen, unter Anführungszeichen muss man wirklich sagen muss, was alle anderen Banken verbrochen haben. Der Jörg Heider, dem hat man vieles nachgesagt, aber eins hat er sicher verstanden, wie eine Bank funktioniert. Der hat das einfach benutzt als Bankomat. Und genau das ist die Hypo. Mit allen kriminellen Handlungen, da gibt es also genügend Informationen, wie das alles funktioniert. Also, was sind die essentiellen Machtfragen, die wir beantworten müssen? Wieso verschuldet sich der Staat bei Privatbanken, wenn nur der Staat, und der Staat sind wir alle, also nicht nur die Regierungsvertreter, wenn nur der Staat das Recht hat, der Gesetzgebung zu bestimmen, wer das Geld erzeugen darf. Die Buchgeldschöpfung ist keine gesetzliche Basis zum wiederholten Mal. Es liegt an uns, das zu regeln, so wie es Island getan hat.
Nach der größten Krise in der ganzen Geschichte Islands haben sie gesagt, das kann nicht so weitergehen, wir regeln die Geldreform neu. Wir bestimmen, wer das Geld erzeugen darf. Wird alles diskutiert, die Studie war im Auftrag des Premierministers. Das muss man sich bei uns einmal vorstellen. Wenn Sie bei uns irgendwo anfragen, was ich oft tue, dass ich wo vortragen möchte von der Universität über das Geldsystem, kriegt man doch drei E-Mails, wenn nicht einmal Antwort. Und wenn Sie dann nachfragen, ja, es hat aber keine Zeit und wer weiß. Und es ist ein, sagen wir, eine Blackbox, über die man angeblich nicht sprechen darf und ich frage, wieso. Wie lange soll man noch so weiter tun, bis man 700 Milliarden Schulden haben, die sowieso nie einer zurückzahlen kann? Also, wieso verschuldet sich der Staat überhaupt, wenn wir selber das Geld erzeugen? Weil wenn sich der Staat selber das Geld erzeugt, dann hat er keine Schulden. Und wenn er keine Schulden hat, dann werden sie dann Zinsen zahlen. Zeige dann eine schnelle Rechnung, staatliche Geldschöpfung, private Geldschöpfung. Brenner Basistunnel, Projekt 10 Milliarden. Ja? Wenn ich das jetzt durchführen würde, sage ich mal, in 15 Jahren würde das Projekt dann mit 5% Zinsen, würde ich also das Projekt also ungefähr verdoppeln, habe ich 20 Milliarden Schulden. Sage ich, nehme ich noch einmal 15 Jahre, wären das bei 10, 40 Milliarden. Ich habe also ca. 30 Jahre Bauzeit mit Projekten, Finanzierung und so weiter, und aus den 10 Milliarden wären 40 Milliarden. Und 30 Milliarden über die 30 Jahre, das ist der Zins. So, und wenn ich jetzt sage, der Staat erzeugt das Geld, ja, dann fallen aber die Zinsen weg, an wen soll das Geld zahlen, wenn der Staat selber die Buchungszeiten erfindet. Und er hat auch keine originäre Schuld von 10 Milliarden, na, weil er das Geld selber erfindet. Wenn die Banken das Geld erfinden, dann kann der Staat nicht auch das Geld erfinden. Der Staat kann sehr viel, sehr, sehr gut, Gesundheit, Bildung, es gibt überall Probleme, aber so schlecht ist der Staat nicht aufgestellt. Denken Sie nur an AKH Wien, sicher ein topwissenschaftliches Krankenhaus. Also wenn der Staat so ein komplexes Thema oder Sachgebiet wie die Gesundheit managen kann, dann ist er nicht fähig, Buchungszeiten in einem Computer zu erfinden. Es ist nur einfach nur mehr lächerlich. Und über das müssen wir diskutieren. Ja, Occupy Wall Street, why pay taxes when they can print money? Wieso sollen wir alle Steuern zahlen, wenn hinten die Banken das Geld erfinden? Und das Geld erfindet die Sparkasse in Rhein, die Raiffeisenkasse in Bischofshofen und J.P. Morgan in Hongkong. Alle erfinden das Geld im Computer. Ja, bevor wir zum Ende kommen, den Schlagsatz China kennen Sie sicher, 1989, eine der früher entstanden von Maggie Thatcher, there is no alternative. Also es gibt keine Alternative zum kapitalistischen westlichen System, wurde hinausgeschrieben. 1989 in alle Winde. Und eigentlich gibt es keine Alternative, People over Profits. Das einzig systemrelevante auf diesem Planeten sind die Menschen. Das sind wir selbst. Wir machen die Kriege, wir machen den Frieden, wir lassen uns durch ein Geldsystem ausbeuten, wir wählen genau jene Politiker, die uns belügen und pausenlos über den Tisch ziehen. Wir sind schuld. Wir haben die Verantwortung, das zu ändern und niemand anderer. Noch schnell die Zusammenfassung, meine Vorschläge, die wir dann diskutieren. Ich gehe noch schnell drüber, weil wir schon ein bisschen weit fortgeschritten sind. Ron Finley, ein super Typ, ein Revolutionary Gardener in Downtown Los Angeles. In Downtown Los Angeles gibt es viele, also freistehende Häuser devastiert und da haben sich Gruppen zusammengetan, die begonnen haben, Gärten anzulegen und Lebensmittel anzubauen. Und das ist revolutionär, weil dort also in der devastierten Gegend das alles stattgefunden hat. Und Sie sehen hier, Prime Minister, 31. März, Island, Auftrag, das Papier des Geldsystems, das zu ändern, eine Geldreform einzuweiten. Man hat sehr viel gelesen im englischen Telegraph, man hat darüber gelesen in der Financial Times New York, man hat darüber gelesen in der Chance Post Press, es war ein Interview am 15. April im Standard, noch eine kleine Pimperlmeldung von einer, okay, nehme ich nicht zu ernst, einer jungen Absolventin der Volkswirtschaftslehre, die sogar das Geld nicht so richtig verstanden hat, aber es war eine Meldung in der Süddeutschen, vorbei, sonst nichts. Ja, also in ausländischen Magazinen wurde es viel mehr diskutiert als im deutschsprachigen
und Sprachraum. Es gab noch was in der Tagesanzeige in der Schweiz, weil ja dort eine Volksinitiative ist. Das heißt, es ist ein Papier am Tisch, es liegt auf Regierungsebene, zwar von einem ganz kleinen Staat mit nur 330.000 Einwohnern, aber man kann es nicht mehr wegleugnen. Jeder Politiker, der sagt, das hat noch keiner gemacht und ich weiß nicht, es liegt da, es ist ein Papier von 110 Seiten, dann lies es. Und wenn du es nicht verstehst, musst du es erklären. Ja? Es ist natürlich ein bisschen komplex, aber es ist lösbar. Und wir sind da, es selber zu lösen. Also hier, wenn Sie gerne wollen, gebe ich Ihnen eine E-Mail-Adresse, können Sie alle Unterlagen bekommen. So, also was können wir tun in der Lösung? Also wir stehen im Mittelpunkt, wir schaffen uns unsere Welt selbst. Wir sind systemrelevant, keine Bank, sondern natürlich nur wir Menschen. Also der Staat erzeugt das Geld ohne Zinsen. Und wenn der Staat das Geld erzeugt, dann brechen alle Dämme. Weil bei wem soll er sich verschulden? Bei wem soll er sogar mit Zinsen zahlen? Nehmen Sie Griechenland her, die Lösung ist ganz einfach. Die griechische Regierung sagt, du Nationalbank, du erzeugst das Geld und gibst mir es als Regierung. Ich zahle die Renten aus, ich zahle alle Gesundheitsleistungen aus, sodass die Leute die Gesundheit privat finanzieren müssen. Ja, jetzt passiert ja nichts anderes. Die EZB sagt der griechischen Regierung, du musst zu uns kommen, weil du bist im Euro, du musst bei uns Geld ausfahren. Und dafür musst du die Steuern erhöhen. Da musst du dann Zinsen zahlen. Ja, das nenne ich Machtpolitik und autoritär. Das ist eine Diktatur des Geldes. Das hat alles mit einer demokratischen Grundordnung nichts mehr zu tun. Buchungszeilen sind nie knapp. Geld wird künstlich knapp gemacht. Indem es die kriegen, die spekulieren ja Milliarden, ja? Also wenn jeder 4 Milliarden, 5 Milliarden, dann wird das tausendfache Volumen spekuliert. Woher hat er das Geld? Das Geld hat das nicht, er hat es da unten am Computer, weil seine Firma eine Tochterfirma, eine Bank ist, die die Geldkonzession hat. So einfach ist das. Das heißt, Buchungszeilen sind nicht knapp, es muss immer genug Geld geben für Gesundheit, Bildung, whatever, und natürlich auch für Pflege, dass das Geld bei den Menschen kein Wohlstandsaufkommen hat. Ja, nächste Seite, dann sind wir fertig. Okay, wir können dann über die Vorschläge noch später genau diskutieren noch da. Wir müssen also von diesem Nullsummenspiel zu einem Plussummenspiel kommen. Also Schulden ist Vermögen, wird ausgehebelt, wenn der Staat das Geld erzeugt. Wenn der Staat die Hoheit über Sovereign Money, über souveränes Geld, das den Menschen dienen soll, erzeugt wird. Ja, dazu kommen vielleicht noch andere Dinge, die wir jetzt vielleicht später noch andiskutieren können. Bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich locker leistbar, muss ich über Finanzierung gar nicht nachdenken, wenn der Staat das Geld erzeugt. Also diese künstliche, aufgeregte Debatte ums BGE erübrigt sich automatisch. Es gibt ein tolles Buch von einem Heiner Flassbeck, auch ein sogenannter linker Ökonom in Deutschland, war früher Staatssekretär bei Lafontaine im Finanzministerium, dann Chefökonom der UNCTAD, dazu der eigene Flassbeck Economics, und der hat ein Buch geschrieben, Ihr Weg Grundeinkommen. Nein, sage ich ein Blödsinn, das heißt Ihr Weg Wirtschaftswachstum. Also wieso ein Grundeinkommen ein Irrweg sein, das den Menschen dient, aber Wachstum, das es den Planeten zerstört, ist kein Irrweg. Das ist die gängige Philosophie. Also ich finde, man muss den Titel umdrehen. Ja, das wären also meine Vorschläge. Und jetzt hören wir uns noch zum Schluss, zum Ende an, den Kabarettisten Georg Schramm mit der essentiellen Frage, na wer regiert hier eigentlich? Nur, dass wir uns mit den Wesentlichen beschäftigen. Also jetzt bleiben wir mal beim Bösen. Jetzt, oder sagen wir so, das ist der Kern des Bösen. Was ist die Kernkraft des Bösen? Ha! Die habt ihr! Die und habt ihr! Was glauben Sie denn? Weshalb seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden in allen Weltreligionen und Kulturen, dass die Gier und die Habgier geächtet und gejagt werden? Immer wieder aus euch! Weil wenn wir vielleicht ganz kurz zum Wasserabschlag unterbrechen und dann weitermachen, würde ich sagen, wir unterbrechen die Sitzung für ein kurzes Wasserabschlag. Danke, ist aber allerdings kurzes Wasserabschlagen und in 10 Minuten sehen wir uns wieder. Dankeschön.